Hast du jemals darüber nachgedacht, wie das Internet zwischen den Kontinenten funktioniert? Ich vermute, du weißt es nicht. 95% des Internets läuft über Unterwasserkabel, die in einer Tiefe von bis zu 9 Kilometern liegen. Sie sind besser gepanzert als Schweizer Tresore, sodass ein Kilometer eines solchen Kabels 500 Kilogramm wiegt. Trotzdem kommt es allein im Atlantik jedes Jahr zu mehr als 50 Kabelbrüchen. Oft, weil Diebe das Kabel stehlen, um mit dem Metall Geld zu verdienen. Im Jahr 2013 haben Kriminelle einen Teil eines Kabels im Mittelmeer durchtrennt. Dadurch sank die Internetgeschwindigkeit in Ägypten um 60%. Und das kostete das Land 64 Millionen Dollar. Die Lage aller Kabel ist öffentlich zugänglich. Wer weiß also, was passieren könnte? Jemand könnte beschließen, das Internet auf dem ganzen Planeten zu kappen. Stopp, ich hab ein Match auf Tinder. Mit einem Mädchen? Ein echtes? Niemals, wer ist sie? Der Tosiant. Das erklärt alles. Die haben keine Augen. Halt sie fest, Snot. Wusstest du, dass die UN 2011 den Zugang zum Internet als grundlegendes Menschenrecht anerkannt hat? Gleich neben dem Recht auf Leben und Freiheit. Niemand würde es wagen, dir dieses Recht wegzunehmen. Aber wenn jemand das Internet abschaffen wollte, was wäre der einfachste Weg, das zu tun? Zerstöre die DNS-Server. Ein DNS-Server ist so etwas wie eine Karte für die IP-Adressen. Es gibt 13 Hauptserver auf der ganzen Welt und weitere 1758 Sicherheitskopien. Wenn sie alle gleichzeitig zerstört würden, würde das Internet zwar nicht verschwinden, aber die Nutzer müssten die IP-Adressen für jeden Standort manuell eingeben. Das wäre ziemlich zeitaufwendig. Also, versuche dir die IP-Adresse von Google zu merken. Sie könnte sich eines Tages als sehr nützlich erweisen. Hey Snot, weißt du, was die Leute im Internet über uns sagen? Was? Nichts. Das müssen wir ändern. Also, vergiss nicht, Kommentare zu hinterlassen. Du kannst zum Beispiel schreiben, Snot ist hässlich. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie man das Internet auf dem gesamten Planeten abschalten kann? Ja, das ist möglich. Die elektrischen Drähte und Halbleiter, über die das Internet läuft, sind anfällig für starke elektrische Ströme. Eine Atomexplosion erzeugt einen elektromagnetischen Impuls, der alles Elektronische drumherum lahmlegt. Dutzende von Atomexplosionen wären zwar nötig, um das gesamte Internet auf der Erde abzuschalten, aber die Bomben müssten nicht unbedingt auf der Erde explodieren. Im Jahr 1859 gab es einen solaren Supersturm. Dabei handelte es sich um einen geomagnetischen Sturm, der durch Explosionen auf der Sonne verursacht wurde und 100.000 Kilometer Telegrafenleitungen zerstörte, sodass Europa und Nordamerika ohne Kommunikation waren. Ein solches Ereignis kommt einmal alle 500 Jahre vor. Also bereite dich auf einen Internetausfall im Jahr 2359 vor. Stell dir vor, die Leute stecken Unmengen von Geld in die Entwicklung von Atomwaffen, aber sie haben immer noch Probleme mit dem Abwasser. Und nun ist klar, wenn man sich jeden Tag wegen einem nuklearen Winter in die Hose macht. Wusstest du, dass eine Atombombe und ein Vulkan die globale Erwärmung aufhalten könnten? 1815 stieß der Vulkan Tambora mehrere Millionen Tonnen Asche und Gase in die Atmosphäre aus und bildete einen vulkanischen Nebel, dessen Hauptbestandteil Schwefeldioxid war und einen lichtreflektierenden Schild um den Planeten bildete. Dieser Schild führte zu einem Rückgang der Durchschnittstemperaturen um 2 bis 8 Grad. Hey, wir können Yellowstone aufwecken! Das Magmavolumen dieses Supervulkans übersteigt das Wasservolumen des Michigansees. Und eine Bombe, die aus 10 Kilometern abgeworfen wird, könnte Billionen von Tonnen Magma freisetzen und eine katastrophale Zerstörung verursachen. Aber die Durchschnittstemperatur des Planeten wird in manchen Orten auf nur 12 Grad sinken. Das wird das Problem der globalen Erwärmung lösen, aber um den Preis von mehreren Millionen Menschenleben. Ich glaube, das macht Spaß, eine Atombombe auf jemanden zu werfen, obwohl es sicher viele Beschwerden geben wird. Ja, in dieser Hinsicht ist eine Atombombe wie ein Furz. Gut, dass wir Raumanzüge tragen, Snot. Es wird dich überraschen, aber es ist möglich, die globale Erwärmung durch Wolkenbemalung zu mildern. Aber warte noch mit dem Griff zur Spraydose. Wolken bestehen aus Wassertröpfchen. Je mehr Tröpfchen, desto mehr Licht reflektieren sie.
Je mehr Licht reflektiert wird, desto weniger Wärme wird von der Erde aufgenommen. Geoingenieure schlagen vor, Salzpartikel von Hubschraubern aus in die Luft zu streuen, die wie Magnete für Wassertröpfchen wirken. Wenn das Wasser um diese Partikel herum kondensiert, bilden sich neue Tröpfchen und die Wolken werden heller. Das Volumen der Wolken in der Atmosphäre beträgt etwa 15 Billionen Kubikmeter. Um die Temperatur um 1 Grad zu senken, wird 1 Gramm Salz pro Kubikmeter benötigt. Das heißt, wir bräuchten 15 Milliarden Tonnen Salz. Die jährliche weltweite Salzproduktion beträgt jedoch nur 300 Millionen Tonnen. Fang also jetzt an, Salz zu horten, bevor die Geoingenieure es dir wegschnappen. Planet anmalen? Leute, ist das dumm! Man könnte einfach die Sonne in die Luft jagen. Snort, du Idiot! Man kann die Sonne nicht in die Luft jagen. Kauf einfach einen riesigen Ventilator, um den Planeten abzukühlen. Du bist so schlau, Gob. Ist voll schockierend, aber die Menschheit konsumiert 350 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr. Das ist vergleichbar mit dem Gewicht von 1000 Empire State Buildings. Trotz der Tatsache, dass Schweine und Geflügel den größten Teil des konsumierten Fleisches ausmachen, sehen auch 72 Millionen Tonnen Rindfleisch echt beeindruckend aus. Um den gesamten Planeten jeden Tag mit Rindfleisch zu versorgen, werden 456.000 Kühe zu Hackfleisch verarbeitet. Das sind 19.000 Kühe pro Stunde und 5 Kühe pro Sekunde. Ja genau, und während du dir das hier angesehen hast, sind schon wieder 300 Kühe gegessen worden. Ich habe Hunger. Wie ist mit dir? Wie wär's mit einem Burger? Das ist ein Sakrileg! Ich esse doch nichts, das ein Bewusstsein hat! Keine Sorge, die Kuh war bewusstlos, als sie gekocht wurde. Toll, dann nehme ich 2. Was glaubst du, ist schmerzhafter? Eine Entbindung oder ein Schlag in die Leistengegend? Nosizeptoren. In diesem Wort steckt viel Schmerz. Sie sind es, die Informationen über Schmerzen an das zentrale Nervensystem weitergeben. Wenn das Gehirn zum Beispiel keine Nosizeptoren enthält und keinen Schmerz empfinden, können Operationen ohne Betäubung durchgeführt werden. Aber die Hoden und die Gebärmutter sind buchstäblich voll mit Nosizeptoren. Vergleicht man die Dauer der Schmerzen, die Organschäden und die Sterblichkeitsrate, scheint die Geburt zwar gefährlicher, aber nicht unbedingt schmerzhafter zu sein. Schmerz ist ein subjektives Empfinden, das von zahlreichen Faktoren abhängt, und das objektiv zu bewerten ist unmöglich. Sowohl eine Entbindung als auch ein Schlag in die Leistengegend sind sehr schmerzhaft. Es wäre fair, ein Unentschieden auszurufen. Und was denkst du darüber? Da Place 4434 sagt, dass ein Schlag in die Leiste mehr wehtut. Schließlich gibt es Mütter mit vielen Kindern, aber kein Mann, der dort unten getroffen wurde, der sagt, mach das nochmal. Was hältst du davon? Ich bin gerade beschäftigt. Übrigens, hast du meinen Halfter gesehen? Hast du jemals darüber nachgedacht, wie wir uns verlieben? Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Wahl eines Partners. Aber einer der wichtigsten Faktoren ist Geruch. In jeder Zelle deines Körpers gibt es verschiedene Proteine des Haupthistokompatibilitätskomplexes oder einfach MHC. Das ist eine Familie von Genen, die von den Eltern vererbt wird. Je mehr verschiedene MHC-Proteine ein Mensch gesammelt hat, desto stärker ist sein Immunsystem. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Frauen durch den Geruch ihres Schweißes dazu neigen, einen Partner mit einem anderen MHC zu wählen als sie selbst. Und der Geruch von Schweiß mit einem ähnlichen MHC wirkt auf sie abstoßend. Frauen können anhand des Geruchs bestimmen, mit wem sie besser Nachwuchs haben wollen. Also Alter, Mann, geh duschen! Snort, wenn das wahr ist, dann muss dein Vater fürchterlich gestunken haben. Ich hab keinen Vater. Ma hat ihn aufgefressen. Das erklärt den Geruch aus ihrem Mund. Ha ha ha!